007 Nightfire. Don't love me quietly. Do it with intensity. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Abandoned Rare. So habe ich das genannt, weil ich klug bin. Es ist diesmal 007 Nightfire und ich war überrascht, als ich in die Option gegangen bin. Man kann es tatsächlich auf Full HD spielen. Ob man es sollte, ist die andere Frage. Was zum Fick ist 007 Nightfire? Ich weiß es nicht, Wikipedia weiß es. Nightfire ist ein Computerspiel von Electronic Arts aus dem Jahr 2002. Es war das zweite Spiel, das die James Bond Lizenz ohne Filmvorlage mit fiktiver Geschichte nutzte. Es wurde im Zuge des Films Stirb an einem anderen Tag veröffentlicht. Ja, so viel dazu. Die Handlung lese ich jetzt nicht vor, aber die können wir uns gleich selber angucken, hoffentlich. Für das Intro werde ich sowas von Copyright gestrikt werden. Ich freue mich schon. Und, keine Ahnung, ich habe James Bond Filme nie wirklich geguckt. Ich habe sie ab und zu mal reingeguckt, wenn sie im Free TV liefen. Hey, bis zur Werbung, dann so, Werbung wegschalten. Okay, Nightfire, starten wir doch mal. New Game, habe ich gehört. Operate. Keine Ahnung, schwöre ich jetzt gerade, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob das funktioniert, weil es könnte jederzeit abstürzen. Oh shit, das kenne ich aber. Das Intro. Peng. Ich kenne ein ganz anderes Intro. Boah, ist Action-Gun James Bond total abgedreht. Good evening, 007. Oh, hallo. A redesigned piece of missile guidance hardware intended for the orbiting US space weapons platform has been stolen. NATO has advised that recovery is critical. Should an unfriendly power reverse engineer this device, the platform's global defense capabilities would be severely compromised. Recent intelligence implicates Raphael Drake in the theft. Das ist mein Hard to believe, as Drake is a respected green industrialist, whose Phoenix International dismantles obsolete atomic reactors and decommissions nuclear arsenals. An allied agent planted in Drake's organization reports that Alexander Mayhew, a British expatriate who heads Phoenix's Japanese branch, is en route to Drake's castle in Austria. The stolen guidance device will change hands tonight during a formal gathering at the castle. So, also eine böse Weltuntergangsmaschine wurde mal wieder geklaut. Ich hätte gerne Untertitel, weil manchmal ist Englisch nicht so einfach zu verstehen für mich. Also wenn ich mir die Videosequenzen angucke, dann merke ich, dass Full HD vielleicht nicht die beste Idee war. Vielleicht. Ah, scheiß drauf. Leckt auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung. Sollte eigentlich nicht lecken. Also, wenn ich nicht mal mehr so ein Spiel aus 2002 ruckelfrei zum Laufen kriege, dann sollte ich wahrscheinlich den Computer wegschmeißen. Oh, hallo. Dafür sieht das in-game. Oh, das sieht wirklich gut aus. Naja. Press the tab key to display objectives and hints. Okay. Oh. Use the mouse to look around. Press the tab key. Okay. Ja, das fällt gar nicht auf. Ist vorausgesetzt, das ist unser Helikopter. Okay, ich habe mich rumgeluckt. Rechtsklick ist nicht zielen, rechtsklick ist Scheibe auf Dingsen. Auf Dingsen vor allem. Okay, aus irgendwelchen Gründen, ich habe keine stabilen FPS. Schön. Sieht gut aus. Okay, wir haben round geluckt. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier runterspringen müssen. Autsch. Mission Objective. Breach.
Auf den da. Soll ich jetzt von der Brücke jumpen? Ja, ich will erkunden, leck mich. Ich habe keine Ahnung, man sieht ja nichts aus, Austria, das ist Österreich. Und da ist Hungary und da ist Jugoslawien. Also man sieht doch was. Ja, kein Problem, ich habe hier was viel Spannendes gefunden. Wo ist hier Germany, hä? Müsste eigentlich da oben sein, nicht mehr gut in Geografie. Italien, Schweizerland, aber hier wird Germany nicht genannt, aktiv, das finde ich nicht nett. Tschechoslowakei und ja, okay, Geografie bin ich gut. Kann ich das hier benutzen? Ich drücke einfach mal E, aber es passiert nichts. Kann der LKW mir die Fresse halten? Oh, hallo. Ich weiß, ich keine Ahnung, ob die mich sehen, ne? Aber sie werden es bestimmt. Ich meine, irgendwie muss man hier mal runterkommen, ohne sich die Füße zu brechen. Ah, guck an. Ich habe irgendwie das Verlangen zu schleichen, aber... Hallöchen. Was piept denn hier an der Hund? Was denn? Battle your way through... ja, okay. Rast halt aus. Sneak und battle your way through the Quantgate of an alternate way. Press left mouse button to fire your weapon. Ja, press the right mouse button to use the alternate fire mode for your weapon. Press air to reload. Wie nervig das ist, dass du da so ein Piep-Piep bekommst. Ey, wird ja ausrasten, ne? Okay, also R ist zum Nachladen. Nee, okay, was ist jetzt schon wieder? Okay, ja. Nicht viel. Gut. Wir haben einen Schalldämpfer drauf, das heißt, wir sind super stealth, alles easy. Ich will irgendwie dahin, weil da kam eine LKW her. Deswegen will ich mal gucken, mit Shift sprintet man nicht, mit Sprint läuft man. Mit Shift läuft man. Langsam. Nun ist es wieder mal die Zeit, die Grenzen des Spiels auszutesten. Oh, hier kann ich nicht rein. Aber kann ich vielleicht einfach den hier machen? Na. Okay, cool. Aha. Ja, ich würde gerne loaden. Ich habe keine Ahnung. Warte, safe. Oh, Host Error Bad String. Oh. Ja. Okay, Excel. Ja, ich will ihn eigentlich ja nicht. Okay, Escape drücken hat's gebracht. Cool. Fangen wir. Ich hoffe, man kann die Katzen überspringen, sonst wird das nervig. Fangen wir nochmal neu an. Es ist nichts passiert. Hat keiner gesehen. Ja, ist in Ordnung. Brauchen wir nicht sehen. Oh, okay. Oh, okay. I see. Mayday, wir haben ein kleines Problem. Okay. Also, ich kann nicht behaupten, dass es mir nicht gefällt. Ich finde es so interessant. Ist gut zu wissen, dass es dahin auch nichts mehr gibt. Also können wir eigentlich auch den LKW raufspringen. 007. See if you can sneak aboard that delivery truck. Ich feiere das gerade hart. Hi, ich sneak mich mal kurz auf dich rauf. Huhu. Du siehst mich nicht. Ich würde gerne hineinklettern, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Oh. Oh, sie haben mich gesehen. Das ist ja blöd. Okay, hat nicht so geklappt, ich dachte. Aua. Chill doch mal. Okay, er stirbt schon von einem Kopfschuss. Ich wurde geblendet. Fantastisch. Oh wow, habe ich aber ein Aim, Alter. Das ist ja heftig. Okay, was macht die KI jetzt? Ich bin interessiert, was die KI macht. Sie macht nicht viel. Das ist schon mal ein Anfang. Habe ich freies Schussfeld? Ich weiß es nicht. Ja, schau mal. Oh, ich hab den Aimbot. Den Wallhack. Bäm. Boah, ich schieß wie ein Dreijähriger. Heftig. Ah, ihr könnt mir nichts, Alter. Ich bin unsichtbare Macht hier. Bin da seine Kochschuhe verloren. Ah, ein Uzi. Ich bleib, glaube ich, erstmal bei der Pistole. Ja, so ist das Spiel natürlich relativ einfach, wenn man alle sieht. Weil es ist nicht einfacher. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Wie hätte ich mich denn... Hätte ich einfach reinge... Oh, okay. Ich glaube, wir haben die Anderswelt entdeckt. Oh, hallo. Ah, du liest jetzt... Der liest Zeitung einfach. Guck mal. Was ist er denn für einer? Wie cool ist das denn? Also, der... diesmal nicht einfach nur so, weil ist halt so.
Da warte ich jetzt einfach dann und lese Zeitung. Aber wie sollte ich denn da reinkommen? Jetzt mal so ganz ohne Scheiß. Kann man hier einfach so reinlaufen? Ich schätze mal nicht. Naja, jetzt ist es eh zu spät, aber ne. Ja, ich weiß fast, was ich tun soll. Oh, hier geht's runter. Da war irgendwie ja ein Buch oder so. Das würde ich gerne lesen, aber naja, ups. Der Gieswohlberger. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere Glitches. Das ist wirklich witzig. Okay, wir machen einfach mal auf Continue. Mal gucken. Oh, Loading Game vom. Oh, da sieht man meinen krassen Benutzernamen vom Computer. Okay, das hat irgendwie nicht geklappt. Dann starten wir einfach ein neues Spiel. Operative. Ja, haben wir ja fast schon mal gesehen. Bitte nicht schon wieder verglitschen. Scheiße. Oh, was ist mit dem Helikopter gerade passiert? Der kam sehr merkwürdig um die Ecke. Ja. Ja, ich kann mal sehen, aber ich kann es dir nicht versprechen. Ui. Okay, kann ich jetzt hier einfach. Ich kann ja nicht sprinten, habe ich ganz vergessen. Lass mich doch rein. Was heißt hier too late? Der hat mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Hilfe. Ich werde entführt. Tschüss. Oh. Ich kribbel ein. Oh, jetzt hat er mich fallen gelassen. Ich muss irgendwie meine HP anzeigen. Bäm, Alter. Ich habe hier die lautere Pistole von uns. Neulich. Ja, ich glaube, da kann man nicht durchschießen. Habe ich mal gehört. Nehmen wir mal hier die Waffe. Ich will die mal testen. Wo ist er denn? Ja, guck mal, so funktioniert der auch weiter. Okay, perfekt. Soweit so gut. Glaube ich. Okay, gucken wir mal, warum er da vorne anhält. Man muss ja einen Grund haben. Aber es ist super, wie es ihm einfach. Oh, einfach ein Scheißdreck interessiert, weil. Ich meine, ne? Ah, man muss E drücken dann. Okay, cool. Ja. Gut. Hat aber eben nicht funktioniert. Ach, guck mal, jetzt haben wir Textur. Schade. Ich meine natürlich, yay. Das ist 16-Bit, das ist nicht 32. Diese Grafikfehler kenne ich. Naja, egal. Oh Gott, ich glaube, das Spiel ist gequatscht. Yep, es ist. Ja, da sind wir wieder. Habe ich mal gehört. Hier 007 und so am Start. Da ist das Spiel doch gerade einfach mal so abgestürzt. Fand ich nicht so witzig. Ja, ich sehe mal, ob ich das diesmal schaffe. Wäre ganz witzig. Ich gebe dem Spiel noch einen Versuch, wenn es vielleicht wieder crasht und ja. Tschüss. Wie. Achso, so soll ich da rein stehen oder was? Wie soll ich denn da reinkommen? Was ist denn dein Problem? Ich habe keine Ahnung. Ja, was heißt hier too late? Wenn ich da oben raufgehe, dann sagt er nö und ne und so. Bekomme ich nicht auf den. Hör doch mal auf mich anzupiepen, ich weiß es doch. Ja, dann gehen wir halt mal den obvious Weg und ich meine ja, ich weiß nicht die technischen Details von diesen Menschen, ob die es auf die Kette kriegen, Leichen zu sehen oder so, aber geh mal ein Risiko ein. Okay, jetzt haben wir kein Warlock mehr, das ist ein bisschen schwieriger, aber hier waren auch mal zwei Flitzpiepen. Aha. Ne, meine coole Uhr kann ich dafür verwenden. Mach mal hier was. Ah ja, guck mal. Ich will auch so eine Uhr haben. Hat irgendwie nicht funktioniert. Ah doch, guck mal. Was auch mal das ist. Mein Handy. Kann man ja nicht vergessen. Dürfte ich bitte wieder auf die Pistole wechseln? Das wäre ganz cool. Ich vielleicht sollte ich einfach G drücken. Ja, guck mal. Ah, hier haben wir Granaten. Hier haben wir noch eine Granate. Und hier haben wir Karate. Oh ja, voll in die Fresse. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Drauf geschissen, ging drüben ja alles. Ich habe irgendwie ein Buch zum Lesen oder so. Ja, ist doch gut. Press E, um V2 Cycle between Q-Specs Vision Modes. Was ist das denn?
After activate your crew specs. Geil, Alter, ich hab eine Röntgenbrille. Nee, es ist keine Röntgenbrille, es ist eine Nachtsichtbrille. Jetzt ist es eine. Jetzt ist es eine Röntgenbrille, aber es hat nicht viel Batterie, was auch immer das hier ist. Interessiert mich nicht. Das ist Nachtsicht, okay. Cool, so eine Brille würde ich auch gerne haben. Aber sie hat mir gesagt, hier ist keiner drin, ne? Von daher. Armor Plate. Das sind Armor Plates. Das habe ich entdeckt. Mit E kann dieses schon mal nicht aufheben. Was ist das hier? Mein Gott. Use your mouse to look into the direction you want to climb. Press W to push. And push into the ladder to climb up. Okay. Stell dir mal vor, es gibt ein richtiges Tutorial. Der ist jetzt hier schon mal im Eimer. Okay, cool. Was ist denn hier eine Leiter? Ich meine, ich gehe mal davon aus, er gibt mir den Tooltip, weil hier unten eine Leiter ist, aber ich sehe hier keine. Naja, geht's hier einfach mal weiter. Wo sind denn die anderen Flitztypen hergekommen oder kommen die nur, weil Alarm war? Ja, da sind sie. Ja, hallöchen. Keiner gesehen. Psst, halt die Fresse. Ey, die sind gerade umgefallen, ne? Ich glaube, das stört nicht. Achso, dann muss ich eh drücken, um weiterzukommen. Ja, verstehe. Nee, doch nicht. Ah, an der Tür. Macht Sinn. Nightfire Loading. Ja, und da ist es wieder abgestürzt. Ja, ich schätze mal, das war's mit Nightfire. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es zum gewissen Teil. Ich hätte es gerne weitergespielt als das erste Level, aber es war schon ganz nett. Wie immer, Links und so weiter findet ihr in der Beschreibung und dann sehen wir uns bei dem nächsten Spielchen wieder. Bis dahin, tschüss.